Bereit? Dann lasst uns über Freiheit sprechen. Ich hab aber keinen Bock. Was? Ich hab keinen Bock. Aha, und worauf könnte wohl Maja Göpel stattdessen Bock haben? Ich will Fleisch essen ohne Ende! Moment, hier stimmt doch was nicht. Ich glaube, wir fangen nochmal an. Also nochmal, lasst uns über Freiheit sprechen. Freiheit sollten wir immer nur dann benutzen, wenn wir auch wieder mit etwas aufhören können. Und wenn wir sagen, wir können nicht aufhören, immer mehr zu shoppen, immer mehr zu kaufen, dann ist das keine Freiheitsdeklaration, sondern es ist eigentlich eine Kapitulation von unserem freien Willen. Okay, jetzt sind wir drin. Denn das? Freiheit sollten wir immer nur dann benutzen, wenn wir auch wieder mit etwas aufhören können. Sagt Maja Göpel, eine Wirtschaftswissenschaftlerin. Politikökonomin nennt sie sich, also eine Forscherin, die die Soziologie, also das Sozialverhalten des Menschen, mit politischem Handeln und wirtschaftlichen Mechanismen verbindet. Sie denkt also disziplinübergreifend. Wie lässt sich die Transformation, also der Aufbruch in ein neues, nachhaltiges, ressourcenschonendes Wirtschaftssystem gestalten? Ich würde vielen Ökonomen das gerne empfehlen, sich immer mal mit anderen Disziplinen in einer gewissen Ernsthaftigkeit auseinanderzusetzen, weil da kriegt man eben Informationen auch darüber, wie die Motivation tatsächlich anders gelagert sein kann, als nur über Preissysteme sich anreizen zu lassen. Sondern dass es da auch sowas wie Reputation gibt, aber eben auch eine gewisse Klarheit. Und in dem Fall ist es ja eine klare Ansage zu machen, sagen, es ist jetzt nicht mehr verfügbar, orientiert meine Investitionen, meine Energie, meine Ressourcen in das Bauen des Neuen. Und dann wird das Neue eben auch schneller vorhanden sein. Wir machen es Leuten, die etwas verändern wollen, in diesem Land nicht leicht. Das ist Moritz Schularik. Also wenn man sich jetzt gerade junge Leute anguckt, also was kriegt man von diesem Land, wenn man jetzt einfach mal so mit 18, 20 ins Leben entlassen wird? Also erstmal die Schulen, die man bis jetzt hatte, waren jetzt wahrscheinlich noch immer noch ganz okay, aber jetzt auch nicht mehr wirklich so, dass man das Gefühl hat, da wird unglaublich viel reingesteckt. Dann geht man raus in die Welt, kriegt nicht wirklich Wohnung, weil wir es nicht geschafft haben, irgendwie etwas zu tun, was wir seit Jahrtausenden können, nämlich Steine übereinander stapeln und Wohnungen bauen. Dann machen wir gleichzeitig eine Wirtschaftspolitik, insbesondere eine Rentenpolitik, von der alle wissen, dass sie nur den gegenwärtigen Generationen von Rentnern nützt und nichts mit der Zukunft zu tun hat. Und ich gucke mich im Land um und sehe, dass die Bahn nicht funktioniert, dass wir beim Klimawandel nicht vorankommen, dass die digitale Infrastruktur weiter anderen Ländern hinterherhinkt. Ich meine, man kann zu einem gewissen Punkt einfach auch sagen, es ist jetzt gar nicht so überraschend, dass viele junge Menschen sagen, irgendwas läuft hier schief. Moritz Schularik ist Volkswirt, also auch Wirtschaftswissenschaftler. Ihr wisst schon, VWL, die Wirtschaftslehre, die sich mit der gesamten Wirtschaft befasst. Es gibt ja auch noch Betriebswirtschaftslehre, bei der es vor allem um unternehmensbezogene Inhalte geht. Wir machen es Leuten, die etwas verändern wollen, in diesem Land nicht leicht. Und das sind Unternehmerinnen, das sind aber auch Wissenschaftlerinnen, das sind sozusagen wirklich du und ich. Wir sind nicht auf Veränderung gepolt. Und ich glaube, das Allerwichtigste von allem ist, dass wir diesen Veränderungsgeist in die Köpfe bekommen. Moritz Schularik ist Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft und ein rund um den Globus anerkannter Experte in Wirtschaftsfragen, der auch die Bundesregierung berät, weil der Fokus seiner Arbeit natürlich auf Deutschland liegt. Wir können nicht so weitermachen. Wir können nicht weiterhin rückwärts in die Zukunft laufen. Wir gucken immer in die Vergangenheit, was hat uns gestern stark gemacht, die Autos und die Stahlindustrie. Und wir gucken immer nostalgisch darauf, als würden wir am liebsten alle wieder morgens um 7 in die Schicht und Stahl kochen. Das wird nicht unsere Zukunft sein. Also wir müssen uns umdrehen und auch sagen, wir müssen die Ärmel hochkrempeln und ein neues Land schaffen, ein neues Land bauen. Ich heiße Wiebke Koenecke und ihr hört Freiheit, einen sechsteiligen Podcast zum Wissenschaftsjahr 2024 von Studio van Meer und der Agentur Neues Handeln, initiiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Beim Wissenschaftsjahr handelt es sich um eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gemeinsam mit der Organisation Wissenschaft im Dialog. Es geht darum, jedes Jahr ein Zukunftsthema aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, zu erläutern, zu diskutieren, ja, zu hinterfragen. Und in diesem Jahr lautet das Motto, Zeit für Freiheit zu streiten. Also miteinander über Freiheit debattieren, argumentieren, Ideen entwickeln, überprüfen, verwerfen, neu denken. Das haben wir bereits in den ersten 3 Folgen getan. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, holt das gerne nach. Es lohnt sich. Ihr könnt diese Folge auch unabhängig von den ersten 3 Folgen und ohne Vorwissen hören.
Dies ist Folge 4, Freiheit und Ökonomie. Es geht um die Fragen, was meinen wir eigentlich, wenn wir von unternehmerischer Freiheit sprechen? Und wie viel ökonomische, also wirtschaftliche Freiheit können oder müssen wir uns leisten? Und wovon müssen wir uns vielleicht auch frei machen, um etwa unternehmerisch verantwortlich auf Bedrohungen wie etwa den Klimawandel zu reagieren? Und was haben Wachstum und Wohlstand mit unser aller Sicherheit zu tun? Wie gesagt, wenn ihr die ersten drei Folgen noch nicht kennt, hört sie euch gerne an. Auch, weil in Folge 1 zum Beispiel einige Begriffe erklärt werden, die auch in dieser Folge auftauchen, etwa positive und negative bzw. innere und äußere Freiheit. Ich werde allerdings an den entsprechenden Stellen in dieser Folge auch immer wieder Erläuterungen und Hilfestellungen geben. Denn Ökonomie, also Wirtschaftslehre, das klingt ja für viele jetzt nicht unbedingt sexy. Vielleicht auch aus der Sorge, vielleicht verstehe ich gar nicht, wovon die reden. Da sage ich, doch, ihr werdet es verstehen. Denn wo ich es nicht verstanden habe, da habe ich nachgefragt. Und ich werde es erklären. Genau wie ich euch mitteilen werde, wie es zu solchen Sätzen kam. Ich habe aber keinen Bock. Oder auch diesem hier von Maja Göpel. Ich will Fleisch essen ohne Ende. Na dann, fangen wir doch genau damit an. Mein Kollege Marc Diening hat sich mit Fahrrad und 6-jährigem Sohn in Berlin auf die Suche gemacht, nach was zu essen. Weißt du, wo wir hingehen? Zu Marcellos Laden. Zu Marcellos Laden, genau. Zu Marcellos und Mellis Laden. Mitten in Kreuzberg. Weißt du, was die für einen Laden haben? Ein Fleischladen. Ein Fleischladen, ja. Könnte man auch so sagen. Also der Laden heißt Fleischerei, ist aber ein Bistro und ein Einkaufsladen. Man kann hier essen und auch Wurst und Käse einkaufen, oder? Ja, aber auch Süßigkeiten. Was denn für Süßigkeiten? Na, Kekse. Ach so. Ja, draußen steht Fleischerei dran, denn es war mal eine Fleischerei. Und da, wo früher der Metzger seine Theke hatte, da steht auch jetzt eine. Aber hinten dran gibt es noch einen kleinen Schankraum, einen Essensraum. Und ich gehe jetzt einfach mal rein. Und wenn man reinkommt, wie gesagt, die Wände noch gekachelt, so wie es früher in der Fleischerei war. Aber vorne ist jetzt eine offene Küche mit einem Gasherd und davor eine Verkaufstheke. Da gibt es Käse, Wurst, Schinken, Oliven, Antipasti. Und natürlich dürfen die obligatorischen Weinflaschen nicht fehlen. Öl, Nudeln, Pasta kann man kaufen. Und ja, an der Wand hängen Bilder von den großen italienischen Schauspieler Bud Spencer und Terence Hill, wie sie genüsslich Gänsekeulen verspeisen. Und hinter der Theke steht Marcello, einer der beiden Besitzer, der gerade eine Kundin bedient. Und Umberto, der die Küche sauber macht, der hat den Tag über hier gekocht. Also nochmal, Marcello und Melli sind, wenn man so will, Unternehmer. Kinder italienischer Einwanderer. Seit Jahren selbstständige Gastronomen. Sie sind darüber hinaus auch privat ein Paar, verheiratet, haben 3 Kinder. Bis Corona hatten sie ein Restaurant mit Abendkarte. Kontaktbeschränkungen und Lockdowns waren das Ende. Aber das freie Unternehmertum hat sie nicht losgelassen. Darum ist Marc heute dort. Hi, buonasera. Na, ihr Lieben, seid ihr schon instruiert von eurer Chefin? Du wolltest heute vorbeikommen. Ja, jetzt. Kann ich denn mit euch auch noch kurz reden, Marcello? Oder soll ich auf Melli warten? Kannst mit uns reden. Wie lange seid ihr schon in der Gastronomie? Fast 30 Jahre. Und den Laden hier habt ihr jetzt seit wann? Seit fast 4 Jahren. Nächstes Jahr sind es 4 Jahre. Wenn ich zurückrechne, dann sind wir mitten in der Pandemie wahrscheinlich. Mitten in der Pandemie sind wir vom Abendrestaurant ins Frührestaurant gewechselt, um Kaffee und Essen an die Leute weiter zu verkaufen, da uns das Restaurant in der Corona-Zeit geschlossen wurde. Ihr seid selbstständig. Wie hast du die Zeit damals erlebt? Naja, es war eine gewaltige, interessante Umstellung, weil vorher lief es gut und war gute Arbeit und dann auf einmal kam so ein richtiges, wie ein Genickbruch, dass auf einmal alles eingestellt werden muss und dann war es natürlich schwer, von ganz viel tun auf gar nichts zu tun umzustellen und das hat uns gestört und dann haben wir uns ein Tagesgeschäft hier gesucht, weil wir einfach nicht mehr zu Hause rumsitzen wollten. So, jetzt kommt Kundschaft, erstmal die Kundschaft. Klar, Geschäft geht vor, keine Frage. Aber natürlich kehren wir gleich nochmal in die Fleischerei zurück. Stichwort unternehmerische Freiheit. Jetzt aber erstmal wieder zu Maja Göpel.
Wir fragen alle unsere Gäste, was sie persönlich mit dem Begriff Freiheit verbinden. Und das würde ich gerne auch Sie fragen. Für mich ist es nach wie vor eine der absolut größten Freiheiten, die wir auch dringend verteidigen sollten, dass wir in diesem Land weiterhin freie Meinungsäußerung haben, ohne uns dabei Sorgen machen zu müssen, wer dann am nächsten Tag bei mir vor der Tür steht oder wo ich keinen Zugang zu Jobs oder anderen Möglichkeiten mehr habe. Aha, Meinungsfreiheit. Freiheit als Abwesenheit von Bedrohung und daraus folgend auch frei sein von Angst. Angstfreies Handeln. Was nicht heißt, dass dann immer alles gut geht. Ich erinnere hier mal kurz an Folge 1, in der ehemalige Bundesverfassungsrichter Andreas Paulus erklärt hat, Freiheit bedeutet immer Risiko und bedeutet immer vor allem auch Verantwortung. Ich kann frei entscheiden, das heißt aber auch, ich muss für meine Entscheidung dann selbst einstehen. Und dieses Einstehen, das ist schon auch ein Knackpunkt für ökonomische Freiheit. Risiken eingehen, auf die Gefahr hin, dass es schief geht. Nur wenn es schiefgehen kann, ergibt ökonomische Freiheit dann überhaupt einen Sinn? Der deutsche Top-Ökonom, wie Moritz Schularik von den Medien gerne genannt wird, wenn die nicht immer Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft sagen wollen, der ist da sehr klar. Ist Freiheit eigentlich gar nicht so entscheidend für ökonomisches Wachstum? Doch, das ist das A und O. Also sie kriegen ja nur dann Wachstum, wenn, also jedenfalls dauerhaft, wenn die Leute immer wieder neue Dinge ausprobieren können, neue Sachen erfinden und sich darüber auch austauschen können. Also ich bin fest davon überzeugt, dass langfristig nur freiheitliche Gesellschaften auch und demokratische Gesellschaften auch wirklich nachhaltig wachsen können. Warum muss ökonomisches Wachstum eigentlich immer das ultimative Ziel sein? Also da gibt es ganz viele Antworten drauf, aber ich würde mal sagen, die einfachste hat einfach damit zu tun, dass wir wachsen, wir wollen ja alle auch immer wachsen, also wir lesen, wir bilden uns, wir wollen irgendwie mehr auch verstehen von der Welt. Also Wachstum heißt nicht, dass wir jetzt immer mehr Bäume absägen oder so, im Gegenteil. Also wir sind zum Beispiel seit 1980, ist Deutschland um etwa 50-60% reicher geworden. Und wir stoßen nur noch halb so viel CO2 aus. Also Wachstum heißt auch nicht, es muss nicht immer ressourcenintensiv sein. Wachstum ist auch wirklich einfach coole Ideen haben, die uns voranbringen. Und voranbringen im ökonomischen Sinne heißt dann oft einfach produktiver werden, sodass man in der gleichen Zeit einfach mehr Dinge erledigen will. Überlegen Sie mal, googeln und Internet versus früher Telefonbuch und keine Mobiltelefone. Also wir hatten früher auch Telefone, aber die standen, waren halt irgendwie an einen Ort gebunden und jetzt sind sie flexibel. Da verbrauchen wir nicht mehr Ressourcen als früher. Die Telefone sind zwar eher noch kleiner geworden als diese Monsterteile, die es früher gab. Und dennoch sind wir viel produktiver, viel flexibler. Wir können die Dinger überall mit hinnehmen. Das ist ein Beispiel für intelligentes Wachstum. Also Wachstum auch im Sinne von, wir sind sozusagen als Menschheit einen Schritt weitergekommen. Und ich würde insofern Wachstum nie negativ fassen. Es gibt einen anderen Grund und es ist ein sozialer, ein politökonomischer, wenn Sie so wollen. Wenn wir nicht wachsen, dann, ich sag das mal so platt, dann wird der Kuchen nicht größer. Und das heißt, alles, was Gesellschaften dann noch machen können, ist, sich um einen Kuchen zu streiten, der sich nicht mehr verändert. Und da weiß man aus der Geschichte sehr gut, solche Stagnationsphasen sind Phasen, in denen es politisch sehr, sehr schwierig wird. Also Wachstum, ein größer werdender Kuchen, wo für viele Interessen, Teile der Bevölkerung einfach auch immer ein paar Stücken abfallen. Und manchmal sind es auch nur Krümel. Aber wenn es mehr wird, hat man mehr zu verteilen und es kriegt jeder ein bisschen etwas. Und das ist ein bisschen das Getriebeöl im sozialen Getriebe. Sind wir vielleicht gerade an diesem Punkt? Weil wenn ich mir überlege, wenn man ehrlich ist, seit 2015 dümpelt Deutschland tatsächlich, was das Wirtschaftswachstum angeht, ja so ein bisschen herum, wächst nicht mehr wirklich richtig, ist tatsächlich auch nicht so wirklich investitionsfreudig, bietet keine gute Chancen für Startups, es gibt den berühmten Fachkräftemangel und die politische Lage, die wir jetzt, vor der wir jetzt stehen oder in der wir uns jetzt aktuell befinden, 2024, ist das mit eine Folge dieses Rumdümpelns, dieses nicht vorhandenen ökonomischen Wachstums? Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Ich denke, ohne das Gefühl von ökonomischer Krise und auch dem Gefühl, dass wir nicht mehr so richtig wissen, wie dieses Land in 10 Jahren aussehen soll, wenn die Autos aus China und die Maschinen auch und die alles Digitale aus den USA kommt, hat damit viel zu tun, dass einfach sozusagen die populistischen Rattenfänger von rechts und links so viel Erfolg haben. Ich würde nicht sagen seit 2015, aber sicherlich seit 2019 ist die deutsche Volkswirtschaft kaum mehr gewachsen.
Und diese Stagnation heißt natürlich das, was wir jetzt sehen, dass bei denen im Haushalt kein Geld da ist, dass wir uns darüber streiten, ob wir es den Rentnern geben oder ob wir uns noch sozusagen leisten können, Flüchtlinge aufzunehmen und so weiter und so fort. Also das ist für mich ganz eindeutig ein Symptom, also diese politische Polarisierung, der politische Streit, den wir in Deutschland jetzt haben, ist für mich ganz eindeutig ein Symptom oder eine Konsequenz dieses niedrigen Wachstums. Puh, halten wir mal ganz kurz inne, denn da steckt jetzt ganz schön viel Information drin. Moritz Schularik hat die Renten angesprochen, die wir zahlen müssen. Oder Elektroautos aus China statt aus Deutschland. Oder Geflüchtetenpolitik versus Fachkräftemangel und Zuwanderung. Alles noch Themen, über die wir hier sprechen wollen, wenn es um Freiheit und Ökonomie geht. Und nicht zuletzt auch über Sicherheitspolitik. Doch für den Moment würde ich gerne kurz hier bleiben. Ich denke, das Gefühl von ökonomischer Krise und auch dem Gefühl, dass wir nicht mehr so richtig wissen, wie dieses Land in 10 Jahren aussehen soll, hat damit viel zu tun, dass einfach sozusagen die populistischen Rattenfänger von rechts und links so viel Erfolg haben. Okay, bevor jetzt der Aufschrei folgt. Das sind die Worte von Moritz Schularik. Seine Meinung, Meinungsfreiheit. Ich habe aber auch mit Maya Göpel darüber gesprochen. Und, kleiner Spoiler, jetzt lösen sich auch gleich diese Sätze auf. Ich habe keinen Bock. Ich will Fleisch essen ohne Ende. Genau, denn im Gespräch mit Maya Göpel ging es auch darum, wie wir Menschen auf Krisen und seien es gefühlte Krisen reagieren. Es gibt ja nicht den Mensch an sich, sondern es gibt in uns unterschiedliche Potenziale, die angelegt sind. Und die werden mit den Arten und Weisen, wie wir uns organisieren und Kooperation anreizen, natürlich befeuert. Dann wächst der eine Teil in mir oder der andere. Und wenn wir immer sagen, Menschen sind eigentlich egoistisch, Arbeit ist eigentlich schlecht, was man vermeiden wollte, dies und das. Dann sind das natürlich auch Formen, die bei uns Präferenzen und Orientierungen und Verhaltensweisen nach vorne bringen. Auch jetzt zum Beispiel fand ich ganz wichtig, die letzte Studie gerade kam, dass AfD-Wählerinnen und Wähler schlechter drauf sind. Und weil sogar eine ökonomische Kalkulation 2.500 Euro im Monat mehr verdient werden müssten, um die Wohlergehenseinbußen, die durch das Zuhören bei dieser Rhetorik und bei dieser Weltsicht entstehen, wieder zu kompensieren. Weil ich mies drauf bin, weil mir das schlechte Laune macht, weil ich dann vielleicht sogar gesundheitlich einbreche, weil ich dann Beziehungspflege habe, die sehr von negativen Gefühlen zu tun hat, weil ich dann eher in Konfrontation anstatt in Kooperation gelange. Das sind ja alles Beweise auf unterschiedlichster Ebene, dass Menschen nicht so oder so sind, sondern immer eben auch Teil von dem, wo sie eingebettet sind. Das ist so das rousseauische Bildungskonzept und andere. Hier muss ich nochmal kurz bremsen. Das rousseauische Bildungskonzept, von dem Maya Göpel hier spricht, bezieht sich auf Jean-Jacques Rousseau. Der Philosoph und Pädagoge lebte vor 300 Jahren, gilt als ein Vordenker der Aufklärung, so wie auch Immanuel Kant, über den haben wir ausführlich in Folge 1 gesprochen. Der berühmte Satz von Rousseau heißt, der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Unter anderem damit wurde Rousseau zu einem der Wegbereiter der Französischen Revolution von 1789. Denn er vertrat die Ansicht, dass nicht ein gottgegebener König, sondern die Gesellschaft bzw. das Volk über seine Volksvertreter selbst die staatliche Gewalt ausüben sollte. Sehr vereinfacht gesagt, Republik statt Monarchie. Für Rousseau schafft dieser Gesellschaftsvertrag, wie er das nannte, Egoismus ab und fördert das Allgemeinwohl. Allerdings nach Rousseau möglichst ohne Privateigentum, weswegen es harsche Kritik an seinen Ideen gab und weiterhin gibt. Aber das führt jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen zu weit. Maya Göpel nennt gleich übrigens auch noch weitere ökonomische Vordenker. John Stuart Mill, John Maynard Keynes, Jeremy Bentham. Muss man jetzt nicht alle kennen, ihr könnt sie vielleicht selber mal nachschlagen. Und jetzt nochmal. Und wenn wir immer sagen, Menschen sind eigentlich egoistisch, Arbeit ist eigentlich schlecht, was man vermeiden wollte, dies und das, dann sind das natürlich auch Formen, die bei uns Präferenzen und Orientierungen und Verhaltensweisen nach vorne bringen. Weil ich mies drauf bin, weil mir das schlechte Laune macht, weil ich dann vielleicht sogar gesundheitlich einbreche, weil ich dann Beziehungspflege habe, die sehr von negativen Gefühlen zu tun hat, weil ich dann eher in Konfrontation anstatt in Kooperation gelange. Das sind ja alles Beweise auf unterschiedlichster Ebene, dass Menschen nicht so oder so sind, sondern immer eben auch Teil von dem, wo sie eingebettet sind. Das ist so das rousseauische Bildungskonzept und andere. Und natürlich gibt es Bedingungen, unter denen das egoistischere Motiv
wahrscheinlicher nach vorne kommt, auch in Bedrohungsszenarien. Aber wir haben auch immer in Katastrophen den Moment, wo Menschen endlich über ihre sonst politischen Divergenzen beispielsweise zusammenrücken und erstmal einfach gemeinsam Sandsäcke schleppen. Und deshalb ist es nicht ein Menschenbild, sondern wir haben beide Potenziale. Und ich finde den schönsten Anteil und Job und Fortschrittsbeschreibung und Auftrag, den übrigens alle großen Ökonomen geteilt haben, die liberale Politökonomen waren, von Mill über Keynes über sogar Jeremy Bentham, die haben alle davon gesprochen, dass die Utopie doch sein muss, dass wir in dem Moment, wo wir materiell gut versorgt sind, anfangen, in Bildung, in Gesundheit, in Kultur, in gute Beziehungen zu investieren. Was all das ist, was die Wohlergehensforschung als das identifiziert, was uns wirklich gut fühlen lässt. Und wir machen es halt nicht. Und die Frage, warum wir es nicht machen, ist aber mindestens so stark strukturell und eben mit kapitalistischen Verwertungslogiken zu erklären. Es wird dann ökonomisch instabil, wenn wir aussteigen und nicht noch mehr produzierten. Aber wir trauen uns nicht, das wirklich mal anzugucken. Das ist tatsächlich sehr spannend. Also der schlecht gelaunte, sich unfrei fühlende Griesgram kostet die Gesellschaft mehr am Ende als der Mensch, der in Gemeinschaft denkt und erstmal optimistisch durchs Leben geht. Sehr spannend. Und dass das wirklich Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Ja, und ich meine, das ist ja auch diese komische Freiheitsrhetorik, die sich im Moment bahnbricht. Ich will Fleisch essen ohne Ende. Das könnt ihr mir nicht wegnehmen, selbst wenn die Gesundheitsforschung hoch und runter sagt, wenn es die Hälfte wäre, würde es dir im Alltag besser gehen. Das ist schon eher ein bisschen wie so Trotzkind, als dass das noch irgendwas eine andere Erklärung finden kann. Das ist übrigens interessant. Ich höre das im Moment oft. Wenn ich so nachbohre, ne, sei es bei UnternehmerInnen, die Lieferkettengesetz doof finden und dann hieß es, ja, ich muss jetzt in der 13. Kette noch, kann ich verklagt werden, wenn die Tochter das Auto fährt, aber nicht den Führerschein hat und so weiter. Das stimmt natürlich alles nicht. Und dann bohre ich immer weiter und wir diskutieren ja häufig über Gesetze, die so gar nicht auf dem Tisch liegen. Und dann kommt ganz oft eine Antwort. Ich habe aber keinen Bock. Egal von Unternehmen oder jetzt neulich war ich bei einem Klimaempfang in Brandenburg. Das war jemand als bekennende AfD-Wählerin, die gesagt hat, sie würde das Rechtssystem der DDR lieber wieder haben als das, was wir heute hätten. Und ich bin auch dran geblieben. Und irgendwann kamen wir an den Punkt, dass sie einfach keinen Bock hat, in ihrem Haus was zu verändern. Also Thema Heizungsgesetz. Und dieses kein Bock, das ist was, vielleicht geht das so in Richtung des Menschenbilds, aber ich würde mich daher freuen, wenn wir uns überlegten, auf welchem Wohlstandsniveau man sich überhaupt so viel kein Bock leisten kann und ob das vielleicht ein Moment ist, wo wir uns ein bisschen an unsere erwachsene Seite erinnern wollten. Apropos erwachsen sein. Aber du hast doch... Ja, wir gehen noch ein paar Schritte weiter. Aber du hast mir gesagt, nee, das war's. Du musst ja einen Keks haben? Ja. Okay. Dann fragen wir nochmal bei Marcello. Wir sind nochmal in der Fleischerei, dem italienischen Bistro mit Feinkosttheke. Mancher Gast kommt vorbei, um Schinken und Käse für zu Hause zu kaufen. Andere trinken vor Ort ein Espresso oder Cappuccino, dazu ein Dulce, süße Kekse oder eben zwischen 12:30 auch den herzhaften Mittagstisch von Koch Umberto. Heute war Spaghetti mit Auberginen, scharfe Salami, Paprika in Kirschtomatensauce und dann Fusilli mit Ragù di Salsiccia und Stracciatella pugliese und dann die klassische Penne ai quattro formaggi. Aber für morgen gibt es auch was Besonderes. Rigatoni mit Kürbis, Parmaschinken und Porree. Wow. Ja. Und was ist das hier? Das ist der Panino der Tag. Mit, zum Beispiel heute war mit Porchetta, Stracciatella und Rucola. Okay, da steht jetzt Today's Chief's Choice. Wer ist der Chef? Das ist eine gute Frage. Chef der Koch. In Italien. Ja, der Chef ist der Besitzer. In Italien ist der Chef. Der Koch. Marc hat dennoch mit dem Besitzer gesprochen, Marcello. Wollen wir uns kurz raussetzen? Du willst eigentlich gar nicht mit mir reden. Doch, ich will mit dir reden. Aber hier, bleib mal hier. Wenn ich schon mal in die Küche darf. Aber woher kommt diese Zuversicht? Ich meine, man muss ja, das ist ja jedes Mal, also Gastronomie sowieso, ist ja jedes Mal irgendwie ein Sprung ins kalte Wasser. Da braucht man schon auch ein bisschen Cojones, um zu sagen, ja, das machen wir jetzt.
im Tagesgeschäft grundsätzlich weißt du nie, was dich erwartet. Und wenn du einen Laden aufmachst, bist du immer zuversichtlich und hast auch die, wie du sagst, Cojones, weil aber einen Laden aufzumachen, braucht man halt einfach Cojones. Aber es ist halt jeden Tag eine Überraschung, weil du nicht weißt, was dich den Tag erwartet. Wenn du feste Reservierungen hast, wie zum Beispiel am Abend, wo du weißt, es kommen so und so viele Leute reserviert und es kommen so und so viele Leute Menüabfolge und du weißt, alles ganz genau geplant, ist eine Sache. Aber im Tagesgeschäft oder im abendlichen Geschäft, wo nichts so irgendwie geplant kommt, ist alles schon sehr viel Zufall. Jetzt, bei uns steht, wie gesagt, groß drüber Freiheit. Man kann jetzt sagen, okay, das ist ein ziemlich großes Risiko, was man da eingeht, weil man eben nicht weiß, was passiert, wie du gerade sagst. Man kann aber auch es angehen mit einer Zuversicht und optimistisch und sagen, das ist ja auch was von Freiheit, dass ich eben nicht weiß, was mich erwartet. Es ist schon Freiheit, weil du ganz genau weißt, ey, ich gehe in meinen Laden, ich mache das, was ich will und ich kann auch das präsentieren, was ich will. Du hast keine Vorschriften, du kannst hier sehr viel machen und du hast den Vorteil, dass hier kein Mensch sagt, du musst das so machen, sondern so wie er auch ganz genau weiß, dass er in der Küche das machen kann, was er will und nicht das, was wir vorgeschrieben bekommen. Die Soße muss so sein, das muss so sein, die Portion muss so sein und immer schön lächeln und so. Das ist schon ein Unterschied. Kommen wir mal zur unternehmerischen Freiheit. Wie ist das für euch in der, oder jetzt, wenn du es dich zurückerinnerst, gewesen, zu sagen, wir machen jetzt hier so einen Laden auf? Ist das, ich habe da wirklich überhaupt keine Ahnung von und frage das auch völlig vorbehaltlos. Ist das schwer? Also wird es einem schwer gemacht oder wird es einem leicht gemacht, weil die Leute honorieren, da sind Leute, die tun was? Teils. Also es ist schon schwer, weil halt im Tagesgeschäft ist es was anderes als im Abendgeschäft. Im Abendgeschäft kommen die Leute rein, die wissen es zu schätzen. Dann kommen sie auch immer wieder. Im Tagesgeschäft ist es halt, die Leute gehen 2 Tage beim Italiener essen, dann einen Tag türkisch essen und dann indisch essen und dann ist auch die Woche um. Und so ist das Mittagsgeschäft ist anders, weil du halt nie weißt, was dich erwartet. Das hast du eben schon mal gesagt, du bist ja, oder ihr seid eure eigenen Chefs, euer eigener Herr und könnt im Prinzip machen, was ihr wollt. Wie sehr war das von der Bürokratie her einfach oder eben nicht einfach? Auch da habe ich keine Ahnung von, zu sagen, wir machen einfach diesen Laden auf. Also wie sehr wird unternehmerisches Risiko, was ihr ja eingeht, deiner Meinung nach, oder ist es in eurem Fall, muss gar nicht pauschal sein, sondern nur auf euren Fall bezogen, ich sag mal, gefördert? Also es gibt natürlich Grundvoraussetzungen, Regeln und da musst du dich auch dran halten. Und wenn du was machst, wenn du zum Beispiel eine offene Küche anbietest, musst du auch gewisse Sachen haben, wie eine Abluft und wie irgendwie Vorkehrungen, zweites Waschbecken hier und da. Aber du hast schon deine gewissen Freiheiten in dem Sinne von, dass du halt einfach dein eigener Chef bist. Vom Gesetz her gibt es natürlich sehr viele Anforderungen, aber es ist nicht mal halb so schlimm wie in Italien, würde ich sagen. In Italien ist es wesentlich anstrengender, selbstständig zu sein. Und hier, die Kontrollen sind okay, aber es ist schon von der Kontrolle her, also und von den Gesetzen her, war es schon einfacher, ein Tagesgeschäft zu haben als ein Abendgeschäft. Weil du da wesentlich viel Ärger hast, weil du da einen Schallschutz einbauen musst, da musst du da Regulierungen haben, dass du dem und dem Zeitpunkt zumachen musst. Für morgens kannst du um 6 Uhr morgens aufmachen und bis 18 Uhr dein Geschäft machen. Und hast irgendwie keine Vorschriften. Wenn du abends hast, dann musst du ab einer gewissen Uhrzeit ruhig sein. Dann musst du alles immer ausreichend da haben, weil immer die Gefahr ist, dass wenn zum Beispiel abends ist, dass du dann irgendwas nicht hast und dann kommt auch kein Lieferant mehr. Ist tagsüber der Vorteil, kannst du nochmal schnell los und irgendwo einkaufen gehen. So, raus aus dem Bistro, rein in die Wirtschaft. Denn wir haben ja noch gar nicht gehört, was Volksökonom Moritz Schularik für eine ganz persönliche Definition von Freiheit hat. Große Frage. Also ich natürlich ist es erstmal sozusagen eine negative Freiheit in dem Sinne, dass mir keiner sagen kann, was ich zu tun habe. Aber es ist auch, glaube ich, auch immer eine positive Freiheit, dass man irgendwie die Möglichkeiten hat, materiell die Dinge zu machen, die man erfüllt. Also ich für mich sind beide Freiheitsseiten dieses keiner kann mir reinreden, aber auch, dass ich kann etwas machen, weil ich die Chancen dazu habe, gehören dazu. Okay, hier verweise ich gerne nochmal auf Folge 1. Denn negative und positive Freiheit, das hat uns da die Rechtsphilosophin Marietta Auer erklärt. Ja, also positive und negative Freiheit, das ist tatsächlich so eine wichtige Differenzierung im Freiheitsdenken. Negative Freiheit bedeutet die Freiheit von Beschränkungen. Also ich bin frei von etwas. Beispielsweise davon, frei davon, dass der Staat mich besteuert oder sowas. Positive Freiheit bedeutet Freiheit zu.
also eine ermöglichende Freiheit. Also da sind die Fragen ganz andere. Die Fragen sind dann, was muss der Staat tun, damit ich meine Freiheiten überhaupt ausüben kann? Also beispielsweise brauche ich ein Existenzminimum, um meine Bildungsfreiheit wahrnehmen zu können? Brauche ich gewisse Sozialleistungen? Brauche ich eine lebenswürdige Wohnung beispielsweise? Also die Frage, was muss gewährleistet sein, dass ich überhaupt die Freiheit mit Inhalt versehen kann? Also in meinen eigenen Worten, auch negative Freiheit ist positiv, weil sie meint, niemand schreibt mir vor, was ich tun muss. Davon bin ich frei. Und positive Freiheit ist die Freiheit, die es mir ermöglicht, selbst Dinge zu tun. Und tun, das ist jetzt auch mein Stichwort für Moritz Schularik. Denn ich habe mich in unserem Gespräch gefragt, was tut eigentlich das Kiel-Institut für Weltwirtschaft? Sie analysieren einerseits die deutsche Wirtschaft und schauen aber auch auf die Entwicklung der Wirtschaft anderer Regionen der Welt, also Russland, China, die USA, ganz Europa, Stichwort Globalisierung, und sehen, wo es Probleme gibt, beziehungsweise besser noch antizipieren diese Probleme und entwickeln daraufhin auch Lösungsvorschläge, und damit beraten sie dann internationale Organisationen, Zentralbanken, die Bundesregierung. Ja, das ist gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Also wir machen halt Wissenschaft. Die Volkswirtschaftslehre ist eine Wissenschaft, eine echte Wissenschaft. Und wir gucken uns sowohl Probleme an, das kann Fragen von Handel sein, das kann aber auch Fragen von Entwicklungsökonomik sein oder auch Makro, was passiert, wenn die Zentralbank die Zinsen senkt oder der Finanzminister mehr Geld ausgibt. Das sind alles Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und auf der Grundlage dieser Forschung entwickeln wir dann Politikvorschläge, die manchmal dann auch gehört werden. Das heißt, Sie werden als Berater hinzugezogen und müssen aber auch damit leben, wenn Sie Vorschläge machen, die auf Ihren wissenschaftlichen Analysen beruhen und die dann aber im Zweifel gar nicht angenommen werden. Das ist quasi ein Teil Ihres Loses. Naja, genau. Ich bin ja Wissenschaftler. Ich bin ja jetzt nicht gewählt von dem Volk als Politiker. Natürlich müssen am Ende die Politikerinnen und Politiker dann auch entscheiden und werden dann zur Rechenschaft gezogen und auch abgewählt oder halt wiedergewählt. Aber also wir können halt dafür sorgen, dass die Fehler auf höherem Niveau machen. Ah, das klingt jetzt fast ein bisschen zynisch oder eher frustriert oder doch einfach nur realistisch. Es gibt so politische Sachzwänge, die sind einfach so groß, dass die eigentlichen Fragen manchmal unter den Tisch fallen. Das ist klar, der Staat muss da irgendwas machen, weil Politiker wiedergewählt werden wollen. Aus ökonomischer Sicht ist es manchmal gar nicht so klar, dass man da nicht einfach auch gucken soll, wer es halt im Wettbewerb nicht schafft, der muss halt gucken, wo er bleibt. Mhm. Vielleicht als Info für die Hörenden, wir sprechen heute am 20. September. Gestern kam die Nachricht raus, dass Volkswagen eventuell 30.000, korrigieren Sie mich, ich glaube, die Zahl habe ich im Kopf, 30.000 Mitarbeiterinnen entlassen muss? Also die Zahl ist so richtig, wie sie sein kann zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, das, was klar ist, ist, dass Volkswagen große Schwierigkeiten hat, in dieser Welt aktuell bei den Elektroautos ein konkurrenzfähiges Produkt auf die Beine zu stellen, das es erlauben würde, in Europa zu wettbewerblichen Preisen in Massenproduktion Elektroautos herzustellen. Da sind die Chinesen einfach viel, 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 viel billiger. Insofern, ob das jetzt 30.000 sind oder ob man sagt, Volkswagen hat insgesamt ein Problem und sollte sich überlegen, ob es nicht vielleicht auch einen ausländischen Investor, vielleicht sogar aus China an Bord holt, damit die Volkswagen sagen, wie man die Autos der Zukunft baut. Das sind alles so Fragen, mit denen man sich gerade auseinandersetzt. Genau. Da schwingt ja mit, dass wir das ein bisschen verschlafen haben, gerade was die E-Autos angeht, oder? Total. Also was heißt ein bisschen, ja. Also man schlafen ist ja so ein bisschen, ja, also entweder man schläft oder man schläft nicht. Und wir haben geschlafen. Also ist nicht nur ein bisschen geschlafen. Und der Staat greift jetzt ein bei der Rettung des Unternehmens, ich versuche es jetzt mal ein bisschen so zu formulieren, damit diese eventuell 30.000 Menschen nicht ihren Job verlieren. Und das machen wir, weil wir eine soziale Marktwirtschaft sind. Nein, das hat damit erstmal nichts zu tun. Das machen wir vor allem deshalb, weil wir, ich glaube, es gewisse politische Zwänge gibt, dass man halt nicht zugucken kann als gewählter Politiker oder Politikerin, wie so eine Industrieikone der Nachkriegsbundesrepublik verschwindet. Zu der sozialen Marktwirtschaft gehört auch der Wettbewerb. Und man muss sich halt sehr gut überlegen, was der beste Weg nach vorne in die Zukunft für Volkswagen ist. Also ich sag mal, wenn es einfach nicht hinzubekommen ist,
Also wenn Volkswagen, das ist ja eine Riesenbehörde, wenn man so will. Ja, das ist ja ein ganz Riesenkonzern mit ganz vielen Abteilungen und jetzt nicht so besonders berühmt dafür, dass man dynamisch schnelle Entscheidungen trifft. Vielleicht ist das Urteil einfach auch, die werden das alleine wahrscheinlich nicht schaffen, diesen Wandel auch in der Mentalität, in der Produktionsstruktur hinzubekommen. Und dann wäre es auch im Sinn der sozialen Marktwirtschaft zu sagen, wir gucken nach anderen Lösungen, also etwa nach ausländischen strategischen Investoren, die dann halt die Technologie mitbringen. Sicherlich werden wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht auf der Straße stehen lassen, aber soziale Marktwirtschaft heißt jetzt auch nicht, den Strukturwandel nicht zuzulassen. Und zum Strukturwandel gehört dann auch, dass nicht jedes Unternehmen einen Ewigkeitsanspruch hat. Die Mitarbeiter, die da gerade arbeiten, sind wahrscheinlich sehr von Angst geprägt und da wird wahrscheinlich auch schon rumoren. Vielleicht gibt es einen chinesischen Investor oder das könnte Teil der Lösung sein. Wie begegnen denn Sie denn diesen Menschen mit dieser Angst um Gott und dann China? Das hat ja auch oft in Deutschland so eine negative Konnotation. Was sagen oder was würden Sie diesen Menschen sagen oder der VW-Führung? Also sicherlich gibt es ein kleines Teufelchen, Engelchen auf meiner rechten oder linken Schulter, das sagt, hört auf zu klagen, krempelt die Ärmel hoch. Also es gibt keinen Anspruch darauf, den hat keiner von uns, dass alles immer so bleibt, wie es ist, sondern damit alles so bleibt, wie es ist, müssen wir uns kontinuierlich ändern. Und wir leben nun mal jetzt in einer anderen Weltwirtschaft. Dafür kann sicherlich nicht die eine oder andere Arbeitnehmerin bei VW etwas, aber wir haben Vollbeschäftigung, wir haben Fachkräftemangel. Es ist aktuell nicht schwierig, auch in aufstrebenden neuen Startups, Branchen, Elektromobilität, Jobs zu finden. Und wenn sich die Eigentümerstruktur bei VW ändert, aber sonst nichts, was muss das jetzt für den Einzelnen, für die einzelne Arbeitnehmerin? Keine großen Konsequenzen. Vielleicht an dieser Stelle noch ein Wort zur sozialen Marktwirtschaft. Marktwirtschaft heißt, es gibt Wettbewerb, es geht darum, Gewinn zu machen, sprich, man will Geld verdienen. Und in einer freien Gesellschaft wie unserer gehört dazu auch das Recht auf freie wirtschaftliche Betätigung, etwa sich selbstständig zu machen, als Handwerker oder Gastronom, wie wir schon gehört haben, oder auch als Podcast-Firma wie Studio van Meer. Und das dabei eingesetzte Privateigentum bleibt auch Privateigentum. Heißt, die Produktionsmittel, wie also Geld, Maschinen, Werkzeuge, gehören nicht dem Staat. Wenngleich aber der Staat durchaus keine passive Rolle spielt. Er ist verantwortlich für das Wort sozial in soziale Marktwirtschaft. Größtmöglicher Wohlstand bei bestmöglicher sozialer Absicherung. Heißt nicht, dass niemand entlassen werden darf oder Firmen nicht pleite gehen können, wie Moritz Schularik gesagt hat. Zu der sozialen Marktwirtschaft gehört auch der Wettbewerb. Und wer es halt im Wettbewerb nicht schafft, der muss halt gucken, wo er bleibt. Soziale Marktwirtschaft heißt jetzt auch nicht, den Strukturwandel nicht zuzulassen. Und zum Strukturwandel gehört dann auch, dass nicht jedes Unternehmen einen Ewigkeitsanspruch hat. Also es gibt keinen Anspruch darauf, den hat keiner von uns, dass alles immer so bleibt, wie es ist, sondern damit alles so bleibt, wie es ist, müssen wir uns kontinuierlich ändern. Okay, was aber genau meint dann das Soziale im Begriff soziale Marktwirtschaft? Es meint, dass wir trotz aller unternehmerischen und persönlichen Freiheiten Menschen absichern. Bei Krankheit, Pflege, Arbeitslosigkeit oder wenn sie nach einem Berufsleben in Rente gehen. Und genau bei den Rentnerinnen und Rentnern, da haben wir ein Problem, sagt Moritz Schularik. Und er sagt es ziemlich frei heraus. Also der Staat heute kriegt immer noch ungefähr 50% allen des gesamten Wirtschaftsleistung an Einnahmen über Steuern und Beiträge. Genauso wie vor 30 Jahren, da waren das auch 50%. Und trotzdem fehlt heute an allen Ecken und Enden das Geld. Und die Frage ist eigentlich, woran liegt das? Also es liegt nicht daran, dass wir weniger Einnahmen haben. Die Einnahmen sind immer noch die Hälfte all dessen, was wir in diesem Land erwirtschaften. Und wenn man dann genauer guckt, dann ist einfach schon, muss man fairerweise sagen, ein Großteil, etwa ein Drittel des Bundeshaushalts, geht inzwischen in die Zuschüsse für die Rentenversicherung. Das heißt, ein Drittel dessen, womit wir dieses Land gestalten und zukunftsfähig machen könnten, ist weg, weil wir es als Zuschüsse der heutigen Generation von Rentnerinnen und Rentnern geben, die zwar individuell ihre Beitragsleistungen geleistet haben, aber denen nie jemand ehrlich gesagt hat, ihr kriegt nur das raus, was wir euch versprochen haben, wenn ihr auch genügend Kinder habt. Und wir hatten sie nicht. Aber das Gefühl ist ja, wir lassen sie auf der Strecke, wenn wir das nicht meinen. Das wird ja so kolportiert. Ja, auf der anderen Seite, sonst lässt man die Zukunft des Landes auf der Strecke. Also, dass die Rentnerinnen und Rentner die Zukunft dieses Landes sind, ich glaube, das ist allen klar, dass es nicht der Fall ist. Also, wir brauchen da einen vernünftigen Ausgleich. Mein Eindruck ist, dass der Ausgleich viel zu einseitig ist. Und
in einer alternden Gesellschaft gerade für die Politik der Anreiz, den älteren Menschen Geschenke zu machen, immer stärker. Aber die Argumentation, ich sage es jetzt extra überspitzt und nehme die Seite ein, ist ja, das sind die Menschen, die fürs Wirtschaftswunder zuständig waren und die sollen wir jetzt auf der Strecke lassen. Gut, aber wenn man jetzt so historisch argumentiert, dann sind die auch dafür zuständig, dass dieses Land den Zweiten Weltkrieg angefangen, verloren und unser Land zerstört wurde. Also ich finde, diese historischen Verantwortlichkeiten sind immer relativ schwierig. Also ja, die haben das Land wieder aufgebaut, sie waren aber auch da, als es kaputt gemacht wurde. Und ich finde, dass es klar ist, dass da Ansprüche bestehen aus individuellen Beitragszahlungen und jeder Einzelne und jeder Einzelne hat irgendwie das Gefühl, dass, aber ich habe doch eingezahlt. Und es stimmt ja auch im gewissen Umfang, aber es gab einen impliziten Nebenaspekt und der war halt, dass wir auch für genug künftige Beitragszahler sorgen müssen. Und das haben diese Generationen nicht gemacht. Das ist irgendwie eher eine kollektive Sache als eine individuelle Verantwortung, denn einige haben das ja gemacht. Der Weg, da rauszukommen, ist natürlich über eine wirklich intelligente Erwerbszuwanderung, versuchen, die Lücken im Arbeitsmarkt zu stopfen und den Bevölkerungsschwund aufzuhalten. Und das ist wohlgemerkt eine Zuwanderung nicht aus humanitären Motiven, da geht es nicht um Flüchtende und Geflüchtete, sondern es geht darum, dass wir uns global die Leute aussuchen, die wir brauchen, die uns nützen, weil das in unserem ökonomischen Eigeninteresse ist. Und da sind wir weiterhin viel zu zaghaft, das zu machen und auch unbürokratisch und schnell zu machen. Also ihr merkt schon, wenn Moritz Schularik mal in Fahrt kommt, dann aber auch richtig. Und da haben wir uns dann gleich auch noch auf das Thema Fachkräftemangel und Zuwanderung gestürzt. Was sind denn Schritte, die wir noch als Deutschland einleiten können, um Deutschland attraktiver zu machen für genau das, nämlich Facharbeiter, Experten aus dem Ausland, um sich in Deutschland für den Job in Deutschland zu entscheiden? Diese Menschen haben ja oft mehrere Jobangebote auf dem Tisch liegen. Warum sollten die unbedingt den in Deutschland machen? Weil das, was ich so in meinem Umfeld höre, so wirklich attraktiv ist, ist jetzt nicht unbedingt für den indischen ITler, ich sag's jetzt so überspitzt, nach Deutschland zu kommen. Da gibt es Länder, die viel attraktivere Angebote haben. Ja, also ja, genau. Die Frage wäre so ein bisschen, was müssen wir alles machen? Die Frage wäre, wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch? Da könnte man sicherlich Stunden drüber sprechen, was sich alles ändern muss in diesem Land. Aber das, was Sie sagen, ist richtig. Wir sind, gerade wenn es jetzt sozusagen um die besten Köpfe geht, die neuen KI-Programmierer oder KI-Spezialisten, sind wir sicherlich nicht so interessant, schon wegen der Sprache nicht, wie die USA oder auch was ist Großbritannien, Kanada und andere englischsprachige Länder. Es geht aber nicht nur immer um die, also um die auch, aber wir sind, glaube ich, auf der wissenschaftlichen Seite jetzt auch gar nicht so schlecht, dass wir das, also wir schaffen schon noch auch die Talent und die Innovation auch noch in Europa zu generieren. Viele auch dieser KI-Grundlagenforschung kommt aus Europa. Wir sind notorisch schlecht darin, aus Grundlagenforschung dann marktreife Produkte zu machen. Aber es geht halt auch um Krankenpflegerinnen aus den Philippinen, es geht um Erzieherinnen aus Peru, es geht um Busfahrer aus Namibia oder also es geht jetzt nicht nur um die oder den Top-Software-Ingenieurin. Und das beste Beispiel ist schon, wie dumm wir uns eigentlich anstellen in vielen Bereichen. Nehmen Sie einfach mal, Sie sind jetzt irgendwie Elektriker mit einer gewissen Ausbildung aus einem Land wie, was weiß ich, wie Mexiko und Sie würden gern nach Deutschland kommen, dann verlangen wir von denen erstmal schon, dass sie die Sprache können. Das heißt, sie müssen in Mexiko zum Goethe-Institut gehen, was beileibe nicht billig ist, um ein gewisses Deutschniveau zu erreichen. Dann verlangen wir von denen, dass die ihre bei der, was auch immer, Berufsschule sowieso erworbenen Elektrikerkenntnisse sich anerkennen lassen von zuständigen deutschen Stellen. Wenn sie auch noch auf die Universität gegangen sind, dann geht das über die Hochschulrektorenkonferenz und die Kultusminister. Und das ist natürlich alles auf Papier mit beglaubigten Übersetzungen, die hin und her geschickt werden ans deutsche Konsulat und so weiter, bis sie einfach an den Punkt sind, wo jemand in Deutschland ihnen bestätigt, natürlich mit einem Stempel auf Papier, dass sie irgendwie ausgebildeter Elektrikerin sind oder was auch immer oder Tiefbauerin oder was auch immer und in Deutschland arbeiten dürfen, vergehen schon mal 2 Jahre. Wer macht denn sowas? Also es ist total absurd und da haben wir wirklich auch so eine Interaktion aus, wir sind super bürokratisch, wir sind immer noch total hinterher bei allen Digitalisierungssachen. Warum machen wir nicht einfach, um ein Beispiel zu nehmen, warum machen wir nicht einfach online für jeden auf der Welt eine Art, also man muss sich eindeutig identifizieren, aber das geht ja inzwischen digital. Wir machen einfach einen großen Eignungsintelligenztest und die schlausten 20.000
kommen in einen großen Pool, die am besten abschneiden bei diesem Test und die schlausten 20.000 nehmen wir oder 50.000 oder was auch immer die Zahl ist am Ende. Und da können sich Firmen raussuchen. Da sollen die Firmen entscheiden, ob es wirklich wichtig ist, dass die Leute Deutsch sprechen. Vielleicht reicht auch Englisch und vielleicht können die trainieren und vielleicht reicht denen auch, dass die in dem Test mit einem ganz guten Ergebnis abgeschnitten haben, weil es nämlich heißt, dass sie irgendwie clever sind und motiviert und die Fähigkeiten mitbringen und den Rest kann man ihnen schon beibringen. Warum müssen wir 2 Jahre damit verschwenden, irgendeinen sowieso fragwürdigen Berufsschulabschluss aus irgendeinem, aus der Provinz irgendwo in Bolivien anzuerkennen? Warum sind wir nicht einfach ein bisschen cleverer? Und ich glaube, das fehlt uns wirklich, so die Bereitschaft, einfach andere Wege zu gehen, ein bisschen clever zu sein und nicht dieses ewige Deutsche, haben wir noch nie gemacht, geht nicht. Alles ist immer unmöglich, bis es jemand macht. Aber diese Mentalität fehlt uns einfach. Moment, nicht allen. Maja Göpel trägt diese Mentalität in sich, nach dem Motto, einfach mal machen, könnte gut werden. Und sie hat diese Denke bereits mit 14. Damals dachte Maja Göpel, wenn doch alle Menschen auf der Welt das Gleiche wollen, saubere Luft, trinkbares Wasser, genug Nahrung für alle, nachhaltig produzierte Kleidung, saubere Meere, keine Tierquälerei, gesunde Umwelt, warum tun wir es dann nicht einfach? Und da haben Sie schon ganz oft gesagt, ja, das war vielleicht naiv, aber ich finde ja, die Frage ist ja absolut richtig. Warum tun wir es nicht einfach? Und am Anfang des Jahres, ich glaube, es war bei Dreisat, da wurden Sie wieder mit dieser 14-jährigen Maja konfrontiert und haben dann gesagt, ja, inzwischen habe ich ein paar Antworten darauf. Welche sind das? Also ein Teil der Antwort liegt wirklich darin, wenn wir uns überlegt haben, wie wir uns erklärt haben, auch im Rahmen der ersten Aufklärung, dass Mensch und Natur getrennt sind oder auch wie wir ökonomisch rechnen, hat damit wirklich viel zu tun, weil wir davon ausgehen, dass jede begrenzte Ressource ein Substitut finden wird, sobald der Preis hoch genug wird. Aber dass irgendwann keine Substitute mehr übrig sein könnten auf diesem Planeten, das kommt in der Denkweise nicht vor. Sorry, ich unterbreche nur ganz kurz. Mit Substitute meint Maja Göpel einen Ersatz für eine Ressource. Nur irgendwann sind eben nicht nur bestimmte natürliche Ressourcen vollständig ausgebeutet, sondern auch alles, was als Ersatz dienen könnte. Und dann kann der Preis noch so hoch sein. Was nicht existiert, lässt sich nicht kaufen. Dass irgendwann keine Substitute mehr übrig sein könnten auf diesem Planeten. Das kommt in der Denkweise nicht vor. Und das geht bis hin, dass wir sagen, wenn es die Ökologie nicht mehr kann, dann machen wir halt Technik obendrauf und die wird das Gleiche für die Menschen anbieten können. Das heißt, wir sind da blind gefahren. Das ist so das Kognitive. Und das andere ist was Soziales, dass wir geschichtlich betrachtet es nie besonders gut hinbekommen haben, zu teilen, wenn ein Ressourcendeckel erreicht war. Deshalb haben wir dann entweder kolonialisiert oder eben expandiert oder haben uns auch früher ja schon ziemlich in die Klamotten gekriegt über die begrenzten Ressourcen. Und deshalb ist das eben das zentrale Thema, worüber wir eigentlich heute ringen. Das ist eine Verteilungsfrage. Und im Prinzip brauchen wir eben ein Umorientieren, also wirklich dafür sorgen, dass neue Wohnungen entstehen, aber auch der Zugang für die Menschen gewährt bleibt, dass wir Bauern beispielsweise dafür bezahlen, nicht nur, dass sie billig Produkte herstellen, dann nehmen wir dann nur das Maiskorn oder das Reiskorn, sondern dass sie sich um den Erhalt der Flächen, auf denen das bestellt wird, ebenfalls kümmern dürfen. Dass sie also für die Inwerthaltung von Boden, Humus, Wasserspeichern, Biodiversität ebenfalls eine Vergütung bekommen, weil das ja der Erhalt eigentlich der Grundlagen zukünftigen Wirtschaftens ist. Und das suchen wir überall. Wenn wir sagen, wir machen eine Definition, unter welchen Bedingungen Investitionen überhaupt als nachhaltig gelten. Und nachhaltig heißt ja erstmal, Soziales und Ökologisches gleichwertig behandeln wie den ökonomischen Wert. Das heißt, ich muss mir auch die Mühe machen zu sagen, wie kann ich das denn greifen? Was ist denn der soziale Mehrwert eines Geschäftsmodells oder einer Investition? Wie viele Leute werden ausgebildet? Was für Bildungsinhalte bekommen die? Wie viele MitarbeiterInnen habe ich da drin? Sind das gute Jobs oder sind die total ausgepowert? Ist das vielleicht noch familiengerecht, ne? Oder eben genau diese Faktoren, wie ressourceneffizient ist das Geschäftsmodell? Das sind ja alles Suchprozesse, wie wir das in den sogenannten nicht finanziellen Kennzahlen mit abbilden können. Und das heißt, wir müssen besser hingucken. Und genauso würde ich mir zum Beispiel einen Lenkungswirkungsbericht wünschen, der mal einmal schaut, wie denn all die Steuern und Subventionen oder Standards etc., die wir haben, das ist ja überhaupt nicht so, dass wir einen freien Markt hätten. Das stört mich an den Diskussionen immer kolossal, als gäbe es irgendeinen Markt, der frei wäre. Sondern wir haben ja viel Lenkungswirkung durch die politischen Rahmenbedingungen eingebaut und die sind häufig eben erschwerend für nachhaltige Geschäftsmodelle.
Wow, das war mal eine Ansage. Ein bisschen pro Seminar in Wirtschaftssoziologie, doch inhaltlich wirklich stark. Und das Gute am Podcast ist ja, ihr könnt einfach mal ein paar Minuten zurückklicken und es nochmal hören. Derweil gönnen wir uns mal ein Espresso mit Marc im italienischen Bistro in Berlin-Kreuzberg. Komm mal her, willst du einen Kaffee? Gerne, ja. Kommen wir mit der Maschine gleich an die Kaffee. Und was darf ich? Nix. Hey, das geht. Willst du auch Cappuccino? Espresso gerne, ja. Siehst du in irgendeiner Form eure Freiheit von irgendwas eingeschränkt oder sagst du, naja, wir sind eigentlich im Moment so zufrieden oder? Es ist natürlich eine gewisse Freiheit, wenn du sagst, ich gehe jetzt in den Laden, arbeite hier 10 Stunden, dann gehe ich nach Hause und habe Feierabend. Aber es ist halt auch eine Menge Vorbereitung und eine Menge Nachbereitung. Sauber machen, aufbauen, produzieren, nachlegen, bestellen, kaufen. Und das sind alles Sachen, die bezahlt dir keiner. Die hast du halt einfach, die musst du halt selber in Kauf nehmen, wenn du selbstständig bist. Nach 8 Uhr musst du immer noch Bestellungen machen, musst du immer noch Menüvorschläge machen, musst du immer noch überlegen, was bieten wir zu essen an, was können wir besser machen. Das ist halt einfach die Freiheit, wenn du selbstständig bist, dass du einfach sagen kannst, uns kann zwar keiner was, weil uns kann keiner sagen, heute müsst ihr das so machen, sondern wir können sagen, nee, ist unser Laden, wir können es so machen, wie wir wollen. Aber es ist halt auch eine gewisse Struktur dahinter, weil du halt garantiert haben musst, dass Mieten gezahlt werden, Gehälter gezahlt werden und auch die Ware gezahlt wird. Und dann kommen halt natürlich so Sachen wie, wenn eine Tür vom Kühlschrank kaputt geht oder wenn eine Teigmaschine kaputt geht, dass du denn dafür immer noch ein bisschen Geld beiseite haben musst. Also schon ist die Freiheit nur so weit, wie der Geldbeutel tief ist. Jetzt weiß ich von euch, ihr habt auch 3 Kinder. Ja. Würdest du denen empfehlen, den Weg einzuschlagen? Niemals. Nein, in dem Sinne nicht, weil ich einfach möchte, sie können diesen Weg einschlagen, wann sie wollen, aber nicht von Anfang an. Wenn sie uns irgendwann sagen, in 10 Jahren, wir wollen unbedingt in die Gastronomie, kannst du nichts gegen machen, sonst können wir ihnen einen Job besorgen, damit sie sich die Hörner abstoßen können. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wie mein Vater schon gesagt hat, lerne was Vernünftiges. Wenn nichts wird, wird, wird. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Und jetzt sollten wir noch über den Klimawandel reden. Die Temperatur steigt, es gibt Dürren und Flutkatastrophen. Die Polarkappen schmelzen, der anschwellende Meeresspiegel lässt Inseln im Ozean versinken. Mancherorts wird Wasser knapp, anderswo zerstören Extremwetterlagen ganze Ernten und Lebensraum. Kurz gesagt, es herrscht Alarmstufe Rot. Wir Menschen haben der Erde bis jetzt so zugesetzt, dass sich die Umwelt sehr schnell an vielen Stellen gleichzeitig massiv verändert. Das kann keine Nation mehr abschaffen, geschweige denn alleine bewältigen. Und das heißt, zukünftige Generationen können nicht mehr frei entscheiden, wie sie leben wollen. Wir werden um Ressourcen kämpfen, um Lebensraum, Wasser, Nahrung, weil die Natur dann Rahmenbedingungen vorgibt, die wir Menschen selbst geschaffen haben. So verstehe ich den Begriff Ökodiktatur. Es geht da für mich nicht um ökologisch extrem denkende Menschen, die uns ihre Meinung aufzwingen wollen, sondern durch unser Handeln haben wir die Ökodiktatur längst erschaffen. Also ein menschgemachtes Diktat der Natur mit globalen Folgen. Bei Diktatur schwingt ja immer so ein bisschen mit, dass man das ausgewählt hat. Also Naturgesetze sind halt Naturgesetze, sind Naturgesetze, Punkt. Menschliche Gesetze, auch Marktgesetze gibt es nicht. Das sind temporäre Strukturbedingungen, die können wir aber ändern. Und unsere Chance ist, die Naturgesetze bestmöglich zu verstehen und die Arten, wie wir wirtschaften und kooperieren, mit ihnen so weit in Synchronisation zu bringen, dass wir eine stabile Versorgungssicherheit bekommen. Da waren wir nicht besonders gut und deshalb werden sich die Bedingungen, unter denen wir wirtschaften, rasant verändern und damit eben von Ihnen beschriebene Konsequenzen mit sich bringen, auf die wir dann reagieren. Und das ist ja eigentlich so traurig, weil wir einen Aktivitäts-, einen Agieren-Freiraum systematisch kleiner machen. Also den Optionenraum dessen, was wir noch tun können, wo wir gestalten können, wie stark wir vorausschauen können, all das schränken wir immer mehr ein. Können wir denn noch diesen berühmten Schalter umstellen? Und ich weiß, dass Sie sich manchmal über diese Frage wundern, weil Sie ja sagen, dass das gar nicht mehr unsere freie Entscheidung ist, oder? Nein, also die klimatische und auch ökologische Veränderung findet statt. Das Einzige, worauf wir einen Einfluss nehmen können, ist, wie stark und ob wir bestimmte Trends drehen. Deshalb ist diese Thematik mit der Ökodiktatur auch so bescheuert, weil das ist eine Ökodiktatur, die wird eigentlich im Namen angelegt, dann eben von der Ökologie auf uns
zukommen, die sagt, so viel habe ich noch, so viel habe ich nicht mehr. Das können wir versuchen zu beeinflussen. Und das ist ja wieder die Freiheit menschlicher Entscheidungsfindung und damit eben auch politischen Agierens und wirtschaftlichem Agierens. Okay, der Klimawandel wird unser Wirtschaften extrem beeinflussen, sagt Maja Göpel. Das heißt im Umkehrschluss, Klimaschutz ist Freiheit. Ja, klar. Ich meine, fragt mal irgendjemand die Leute im Ahrtal, ob das jetzt besonders freiheitsermöglichend ist, wenn wir so weitermachen oder in Süddeutschland. Oder schlimmer ist es ja noch außerhalb unserer europäischen Grenzen momentan, obwohl ich glaube, mit dem Wasserverbrauch etc. in Südeuropa. Es kommt ja überall klar vor, dass die Freiheit auf verlässliche, stabile Rahmenbedingungen, sowohl klimatisch als auch in den Wetterverhältnissen, als auch in dem, da wächst jedes Jahr wieder was, was wir essen können, logisch ist. Übrigens ist ja dieses Klimaschutz ist Freiheit, ist auch total ordoliberal. Ne? Wenn es irgendetwas gibt, was die Ordoliberalen immer gesagt haben, ist, dass die Aufgabe der Politik die Abwendung von Schäden von der Gesellschaft sein muss. Ihr ahnt es schon, ich muss nochmal unterbrechen. Ordoliberalismus, das ist angewandte Wirtschaftstheorie in Deutschland. Ordoliberal meint, dass der Staat die Voraussetzungen für eine freiheitliche und marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung im Wettbewerb nicht nur schafft, sondern auch erhält. Und zwar durch rechtliche Vorgaben. Im Beispiel des Klimawandels heißt das, der Staat kümmert sich darum, dass die Rahmenbedingungen gesichert werden. Klimaschutz ist Freiheit, ist auch total ordoliberal. Ne? Wenn es irgendetwas gibt, was die Ordoliberalen immer gesagt haben, ist, dass die Aufgabe der Politik die Abwendung von Schäden von der Gesellschaft sein muss. Und wenn wir prognostizieren können, dass die Intensität und Frequenz von diesen Schäden immer weiter zunimmt, dann ist es ja ordoliberal zu sagen, wir tun das Beste, um das zu verhindern. Und vielleicht müssen wir auch noch mal ein bisschen gucken. In Europa ist ja oft so das Gefühl, uns wird es nicht so treffen. Und dann machen wir die Zäune höher. Aber Amok ist ja die Studie dazu, schön, wenn der Name Programm ist, dass sich die Strömungen im Atlantik umdrehen. Und dann ist Europa der Kontinent, wo sich hier mit am schnellsten vollziehen wird mit der Klimaveränderung. Also diese ganze Idee, das kommt in der Zukunft und das trifft andere. Es ist fraglich, ob das jetzt von den Naturwissenschaften weiter gedeckt ist. Und spätestens dann ist es doch wirklich auch egoistisch zu sagen, ach komm, vielleicht machen wir mal ein bisschen was. Gerade wenn wir noch Technologieführerschaft haben in dem Bereich, wenn wir die meisten Klimapatente immer noch haben in dem Bereich, dann ist das doch eigentlich ziemlich fraglich, warum ich nicht sage, wir wollen da Vorreiter werden. So ganz ehrlich, mein Kopf raucht. Ich muss das erstmal sacken lassen. Allerdings, einen haben wir noch. Stichwort Sicherheitspolitik, hatte ich euch versprochen. Und dazu müssen wir kurz erklären, was die sogenannte Schuldenbremse ist. Die Schuldenbremse bezeichnet das im Grundgesetz verankerte Verbot der Neuverschuldung von Bund und Ländern, was für den Ökonom Moritz Schularik neben anderen Zukunftsfeldern vor allem unsere Sicherheit gefährdet. Wir sind nur noch bedingt verteidigungsfähig. Wir haben jetzt 2 Jahrzehnte massiv abgerüstet und wogegen auch nichts zu sagen wäre, wenn wir nicht in einer ganz anderen Welt jetzt aufgewacht sind nach dem russischen Angriffskrieg. Wir können als Europa nicht auf unseren eigenen Beinen stehen. Leider verhindert die Schuldenbremse jetzt, dass wir relativ schnell da auch mehr in unsere Sicherheit investieren, auch unseren Teil der Verantwortung als Deutschland übernehmen, um Europa verteidigungsfähig zu machen. Ich weiß, das ist gerade in Deutschland so eine Logik, die nicht einfach zu vermitteln ist. Es gibt eine sehr tiefe, sagen wir mal so pazifistischen auch Sozialisierung, an der auch nichts grundsätzlich falsch ist. Aber ich glaube, aus der Geschichte des Kalten Krieges wissen wir schon und sind uns da auch relativ sicher und sind ganz überzeugt, dass diese, so hässlich es auch scheinen mag oder klingen mag, diese Abschreckungslogik funktioniert schon. Man muss sich nur mal überlegen, warum kein Staat auf die Idee kommt, die Vereinigten Staaten von Amerika anzugreifen. Und wir sind da in der Verantwortung, als größte Volkswirtschaft in Europa mehr zu tun. Das Paradoxe an dem Ganzen ist, dass die Beträge, um die es geht, um Russland glaubhaft abzuschrecken, in der Ukraine weiterhin diesen mörderischen Angriffskrieg zu führen, das Geld, um das es geht, ist gar nicht so viel. Also ich sag mal, unsere militärische Unterstützung für die Ukraine zurzeit als Deutschland entspricht 0,15
0,15% des deutschen Bruttoinlandsprodukts, also der deutschen Wirtschaftsleistung. 0,15. Wir geben mehr für Subventionen von Diesel aus oder haben verlorene Einnahmen dadurch, als wir für die Ukraine ausgeben. Also wir können uns nicht damit rühmen, dass wir wirklich den Gürtel enger geschnallt haben, um Frieden und Freiheit in Europa zu verteidigen, sondern letztlich sind das, was wir da gerade machen, 8 Milliarden dieses Jahr, 7-8 Milliarden dieses Jahr an militärischer Hilfe für die Ukraine. Das sind Rundungsfehler in einer Volkswirtschaft, die 4.500 Milliarden an Gütern und Dienstleistungen pro Jahr produziert und einem Bundeshaushalt von knapp 500 Milliarden. Also wir reden über 1,5% des Haushalts, nicht über 30%, wie einem manchmal vorkommt. Ja? Also das Paradox ist, dass wir eigentlich, weil wir so viel stärker sind, eigentlich auch ökonomisch als Russland, Europa ist, die europäische Volkswirtschaft ist 9-mal größer als die russische. Wir könnten, wenn wir uns zusammentun als Europäer und auch natürlich mit den Amerikanern noch zusammen, mit relativ, ich sag mal, wirklich relativ geringem Aufwand Russland sehr glaubhaft abschrecken, und wir kriegen das nicht gebacken. Und deshalb meine klare Forderung, gerade wenn es um Sicherheit und Verteidigung geht, das sind so existenziell wichtige Dinge, da muss man sich einfach immer wieder vor Augen halten, die Schuldenbremse ist kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Und der Zweck an sich ist, in Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa leben zu können. Und wenn uns dabei selbstgesetzte Regeln kurzfristig im Wege stehen, dann müssen diese selbstgesetzten Regeln natürlich hinterfragt und auch außer Kraft gesetzt werden. Das war Freiheit, der Podcast zum Wissenschaftsjahr 2024, Folge 4, Freiheit und Ökonomie. In Folge 5 geht es um das Thema, das Moritz Schularik gerade schon angerissen hat, Freiheit verteidigen. Dazu spreche ich mit dem Verteidigungsexperten Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München und mit Nicole Deitelhoff. Sie leitet unter anderem das Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Und wir sprechen darüber, wo wie um Freiheit gerungen wird. Vom Mauerfall vor 35 Jahren bis hin zum Ukraine-Krieg und dem Nahostkonflikt. Wann muss Freiheit erkämpft und wann mit welchen Mitteln verteidigt werden? Und von wem? Der Podcast Freiheit zum Wissenschaftsjahr 2024 ist eine Produktion von Studio van Meer in Zusammenarbeit mit der Agentur Neues Handeln, initiiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Moderation und Interviews Wiebke Koenecke. Reportage Marc Diening. Redaktion und Produktion Studio van Meer. Audiodesign Benjamin Ritter. Idee und Konzept Neues Handeln. Projektsteuerung Kompetenzzentrum Wissenschaftskommunikation im Projektträger Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt.